Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV Der Tag. Heute gibt es einen Ausschnitt vom Gespräch Ostergondel am Muttersberg mit Maria Gabriel. Wir begrüßen im Studio den Präsidenten vom Rotary Club Vorarlberg, Christian Häusle. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie das Wetter. In der Gondel am Muttersberg hat sich Andreas Seeburger mit der Künstlerin Maria Gabriel aus Nenzing unterhalten. Einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch Ostergondel gibt es jetzt. Maria Gabriel war eigentlich ein Wunschkind von mir, hätte ich mal gesehen. War ein Wunschgast von mir. Schön, dass es du geschafft hast in die Gondel, ja, auf 14.01 der richtigen Höhe, da am Muttersberg, wie es da heißt. Ich muss sagen, sie hat extra wegen dem Dreh sich freigenommen von ihrem Kurs, die Mittagspause genützt, während ihre Teilnehmer jetzt essen, schnell von Dornbirn nach Bludenz kommen und jetzt mit uns in der Gondel auf den Muttersberg zu fahren. Maria, du bist mit dem Kurs, in dem Fall gehen wir gleich in Medias Res, du gibst Kurse im Malen. Ja, stimmt. Sprich? Ich gebe Kurse im Malen, also momentan habe ich gerade einen Kurs in der Farbenlaube in Dornbirn, der geht jetzt gerade 2 Tage. Gibt bei mir daheim natürlich auch Kurse, mir im Atelier, du kennst mich das Atelier. Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Und ja. Aber jetzt muss ich was fragen, was mich so fasziniert hat. Also bei dir im Atelier kommen wir nachher drauf, das war eine Wahnsinnsgeschichte für mich. Ich habe in der Schule, ich persönlich, bildnerische Erziehung hat es damals geheißen, rien ne va plus. Keine Chance. Ich habe nicht das Ding, dass ich vom Auge übers Hirn in die Hand umsetzen kann. Jetzt gehe ich in eine Malschule zu dir nach Nenzing. Habe ich eine Chance, irgendwas Kreatives zu bringen? Ja, natürlich. Also es ist so. Wie bringst du das an so einem Vollkoffer wie mir bei? In meinen Augen ist es so, dass man nicht unbedingt Talent braucht. Einzig und alleinig die Euphorie dafür, dass du gern malen lernen möchtest, okay. Das reicht. Aha, ja. Und natürlich ist es viel, 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 viel Übung. Also ich würde sagen, mal 300 Bilder und du kannst schon. Das Gespräch Ostergondel mit Maria Gabriel in voller Länge gibt es übrigens ab heute Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Und im Anschluss daran begrüßt mein Kollege Marc Gechter im Studio 2 Christian Häusle, den Präsidenten vom Rotary Club Vorarlberg. Einigung über Bereitschaftsdienst der Vorarlberger Ärzte. Gemeindeverband, Land- und Ärztekammer haben sich über die Fortführung des freiwilligen ärztlichen Bereitschaftsdienstes an Wochentagen geeinigt. Die Bereitschaft dauert von Montag 7 Uhr bis Samstag 7 Uhr. Dabei wurden 2 Grundmodelle ausgehandelt. Modell 1 sieht einen 24-Stunden Bereitschaftsdienst vor. Modell 2 sieht die Bereitschaft von 7 bis 22 Uhr vor. Die Wahl des jeweiligen Dienstmodells bleibt dann einzelnen Gesundheitssprengeln überlassen. Die Finanzierung erfolgt wie bisher durch das Land Vorarlberg und die Gemeinden. Zumtobel schließt Werke in Schweden. Der Vorarlberger Beleuchtungskonzern Zumtobel gibt seinen schwedischen Produktionsstandort auf. Betroffen sind die rund 150 Mitarbeiter der Thorn Lightingsfabrik in Landskrona. Dies ist eine Folge des überraschend im April angekündigten Sparprogrammes im Konzern. Und Vorarlbergs Bienenvölker erholen sich. Krankheiten, Pestizide und Umweltveränderungen machen den Bienen weltweit zu schaffen. Den Bienenvölker in Vorarlberg geht es vergleichsweise jedoch sehr gut. Ja, in Vorarlberg sind wir nicht so in einer schwierigen Situation, wie man es in Amerika hört, wie man es in China hört, wo man bereits von Hand die Bestäubung durchführen muss. Natürlich haben wir in Vorarlberg mit vielfältigen Problemen in der Imkerei zu kämpfen. Und der Beweis, dass es so ist, ist vor 3 Jahren dieses massive Sterben bei uns, dass wir bei den Bienenkirchen von ursprünglich 12.000 Bienenvölker ist man aber auf rund 6.000, also fast eine Halbierung aller Völker in Vorarlberg. Jetzt sind wir bei einem Stand von 10.000 durch intensive Bemühungen und Unterstützung des Landes und aber auch des Verbandes für die Imkerschaft. Und daher haben wir jetzt einen Stand an Imkern, der noch nie in Vorarlberg so hoch war wie heute, nämlich rund 1.200 Imkerinnen und Imker
steigende Tendenz. Also Hoffnung, dass wir diese zu diesen. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem Studiogast, jetzt bei uns Christian Häusle vom Rotary Club Vallberg. Hallo. Hallo. Herr Häusle, Rotary Charity Night steht auf dem Programm am Donnerstagabend im Konrad Zoom. Worum geht es dabei ganz genau? Gut, am kommenden Donnerstag am 8.5. ist die Rotary Charity Night oder Rotary Rock Night, wie wir es getauft haben. Es geht dabei, dass Rotary Club Vorarlberg ist ein Service-Club und der immer bei Sozialaktivitäten aktiv ist, und hierbei geht es darum, dass wir ein Konzert organisiert haben. Es werden die Soul Checkers spielen, gratis, sonst wäre es keine Charity-Veranstaltung. Und die Einnahmen gehen 1:1 über an die offene Jugendarbeit in Dornbirn. Also der gute Zweck steht im Vordergrund. Wer kann alles kommen? Ist jeder willkommen? Es ist völlig offen, jeder ist willkommen. Ja, wir freuen uns umso mehr, umso besser. Es gibt mehr Eintrittsgelder, somit gibt es mehr Erlöse und können wir mehr der offenen Jugendarbeit in Dornbirn zukommen lassen. Generell zu eurem Club, wofür steht der Rotary Club? Rotary Club generell ist eine internationale Vereinigung mit über 1 Million Mitgliedern weltweit. Es ist ein sogenannter Service Club, der im Prinzip Service leistet für die Gesellschaft, für soziale Zwecke. Und es gibt einige Clubs in Vorarlberg, und Rotary Club Vorarlberg ist der älteste in Vorarlberg, gegründet 1953. Und hier sind wir aktiv, und ich bin in diesem Jahr, darf Präsident sein vom Rotary Club Vorarlberg. Und ja, und somit organisieren wir Events hin und wieder, um Gutes zu tun, Geld zu sammeln, um Organisationen zukommen zu lassen, die es notwendig haben. In diesem Sinne, Herr Häusle, wünschen wir viel Erfolg am Donnerstag und hoffentlich viele Besucher. Das hoffen wir auch, und wir würden uns sehr freuen, wenn so viele als mögliche Besucher kommen. Eintritt ist 12 Euro, das ist sehr überschaubar. Und ich glaube, wir werden einen tollen Abend, eine schöne Rocknight haben mit den Soulcheckers. Da bin ich mir sicher, und vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Vielen Dank. Soweit also Christian Häusle, und bei uns geht's weiter mit aktuellen Sportnews. Erste Neuverpflichtung für den SC Alzach. Der Meister der Fußball-Erste Liga holt Patrick Salomon. Der Mittelfeldspieler wechselt von Austria Lustenau in die Cashpoint Arena und erhielt beim zukünftigen Bundesligisten einen 2-Jahres-Vertrag. Das war's vom Sport, und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen gibt es jetzt. Müllsünder werfen in Vorarlberg und Tirol knapp 1000 Tonnen Unrat aus den Autos oder lagern ihn auf Autobahnraststätten. Die ASFINAG warnt vor strafrechtlichen Folgen. TBC-Gebiete, Jagd auf Rotwild gestartet, bereits 45 Tiere erlegt. Und Aufatmen bei den heimischen Obstbauern, sie blieben heuer weitestgehend vom Feuerbrand verschont. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und bin dann morgen wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss. Gemeinsam stark mit Regional TV, näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. In der heutigen Nacht nähert sich eine Kaltfront, die ab Mitternacht Regen und gewitterige Schauer mit sich bringt. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 19 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Südosten. Mit der Kaltfront ziehen morgen Regenschauer und Gewitter durchs Ländle. Am Nachmittag greift ein böiger Wind durch, der für ein paar Aufhellungen sorgen wird. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 14 und 21 Grad. Am Donnerstag kann sich vorübergehend wieder ein Zwischenhocheinfluss durchsetzen, mit viel Sonne und Höchstwerten bis 17 Grad. Der Freitag verläuft zunächst noch recht freundlich, im Laufe des Nachmittags tauchen jedoch wieder Schauer und eingelagerte Gewitter auf. Und am Samstag ist es wolkig bei Temperaturen von 11 bis 17 Grad.